Wenn wir über Uthman radiallahu anh sprechen, was kommt uns als erstes in den Sinn? Seine Schüchternheit, seine Feinfühligkeit, Bescheidenheit und Demut. Und ebenso Uthmans Großzügigkeit. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anh sagte, einmal sah ich den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wie er von Anbeginn der Nacht bis zum Ende der Nacht die Hände gen Himmel hielt und sagte, O Allah, ich bin mit Uthman zufrieden, so sei mit ihm zufrieden. Zur Zeit von Umar ibn al-Khattab radiallahu anh herrschte Frieden. Es gab Sicherheit und Stabilität. Nach dem Tod von Umar radiallahu anh begann die Fitna. Da wurde Uthman ibn Affan Kalif. Uthman wurde durch ein Attentat getötet. Der Unterschied zwischen dem Attentat von Umar und dem Attentat von Uthman war, Umar radiallahu anh wurde durch einen Ungläubigen getötet, während Uthman von Leuten getötet wurde, die sich Muslime nannten, was die Tore zur Uneinigkeit öffnete. Am Donnerstag, den 16. Juli, wurde Uthman radiallahu anh getötet. Im Alter von 82 Jahren starb er sitzend während des Asr-Gebets. Er wurde getötet, während er den Koran las. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu seiner Tochter Umm Kulthum, der Frau von Uthman radiallahu anh, kein Mann ähnelt deinem Vater Muhammad und deinem Großvater Ibrahim alaihi salam mehr als Uthman radiallahu anh. Wenn wir uns seine Beschreibung ansehen, er war weder zu groß noch zu klein. Er hatte langes, lockiges, schwarzes Haar, leicht rötliches Gesicht und breite Schultern und kleine Abstände zwischen den Zähnen. Ebenso war die Beschreibung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Uthman radiallahu anh war so schön, dass Abdurrahman ibn Hazm radiallahu anh sagte, in meinem Leben habe ich keinen schöneren Mann als Uthman radiallahu anh gesehen. Ausgesprochen hübsch, doch sehr bescheiden. Sodass über ihn gesagt wurde, selbst wenn er seine Kleider wechselte, empfand er Verlegenheit, auch hinter verschlossenen Türen. In seiner Rede war er so sanft und ruhig, dass man ihm nahe kommen musste, um zu hören, was er sagte. Er hatte keine befehlende Stimme. Seine Stimme war sehr sanft. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der für seine Bescheidenheit bekannt war, bewunderte Uthman radiallahu anh in diesem Aspekt. Aisha berichtet, als der Gesandte sich einmal setzte und eine Stelle seines Körpers dadurch entblößt wurde, kam Abu Bakr radiallahu anh in den Raum und setzte sich zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte blieb sitzen. Nach einer Weile ging Abu Bakr hinaus und Umar kam herein. Als auch Umar radiallahu anh gegangen war, wollte Uthman radiallahu anh zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da setzte sich der Gesandte auf und vergewisserte sich, dass alles anständig sitzt. Aisha radiallahu anha sagte, Ja Rasulullah, wir wissen, dass Abu Bakr und Umar angesehener sind als Uthman. Wie kommt es, dass du dich für sie nicht aufgerichtet hast? Aber als Uthman hereinkam, hast du dich aufgerichtet. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die berühmte Aussprache, Sollte ich nicht einem Mann gegenüber beschämt sein, wo doch die Engel in seiner Anwesenheit beschämt sind? Immer als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Leute aufrief, Sadaqa zu geben, war Uthman radiallahu anh immer der Erste, der vortrat. Bei der Schlacht von Tabuk gab Uthman radiallahu anh mehr als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam von ihm verlangt hatte. Aus 100 Kamelen wurden 200, aus 200 wurden 300 und letztendlich 1000 Kamele. Und selbst da machte Uthman radiallahu anh nicht halt. Er brachte auch noch 1000 Goldmünzen. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Münzen zählte, sagte er, nichts wird Uthman radiallahu anh an diesem Tag schaden. Allah subhanahu wa ta'ala hat die heute vergeben. Uthman radiallahu anh war auch derjenige, der Ruma gekauft hat. Ein Anwesen, welches einen Juden in Medina gehörte. Uthman radiallahu anh hat es gekauft und den Ausbau der Moschee finanziert. Jedes Mal, wenn Sadaqa eingesammelt wurde, war Uthman unter den Ersten. Uthman radiallahu anh suchte die Liebe des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zeigte Uthman, dass er ihn liebt. Zwei Töchter des Gesandten sallallahu alaihi wasallam waren mit Uthman radiallahu anh verheiratet. Ruqayya radiallahu anha und Umm Kulthum radiallahu anha. Am Tag von Badr starb Ruqayya. Einige Tage später starb auch ihr Sohn Abdullah. Und Uthman radiallahu anh war über seinen Verlust sehr traurig. Er konnte mit niemandem sprechen. Das verletzte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sehr. Er wollte Uthman radiallahu anh ermuntern und fragte, Was bedrückt dich, ja Uthman? Und Uthman antwortete, Der Tod von Ruqayya und noch etwas. Was noch? Fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam.
das Verwandtschaftsverhältnis zu dir wurde durch ihren Tod beendet. Dem Gesandten Salatu wassalam ist Jibril alaihi salam zuvor erschienen und hat ihm den Befehl überbracht, die zweite Tochter Umm Kulthum mit Uthman zu verheiraten. Deswegen trägt Uthman radiallahu an den Namen Dhul Nur'ayn. Er hatte die Ehre, zwei Töchter des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu heiraten. Sechs Jahre später starb auch Umm Kulthum. Die Beziehung zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und Uthman war so stark. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam starb, konnte Uthman radiallahu an kein Wort herausbringen. So sehr schmerzte es ihn. Das Kalifat von Uthman radiallahu an war voller Siege. Doch nach 10 Jahren ereilte ihn großes Unglück. Eine gewaltige Fitna machte sich in der Umma breit. Abdullah ibn Sabah schürte diese Fitna. Er wurde von außen finanziert und verbreitete Lügen in der Umma. Er verbreitete Lügen, um die Muslime zu spalten. Abdullah ibn Sabah begann im Irak, in der Stadt Kufa. Dort versuchte er, die Leute zu verwirren und ihren Glauben ins Wanken zu bringen. Und so verbreitete er die Fitna in allen Ecken des Staates. Wegen seiner Milde hat Uthman radiallahu an die Abtrünnigen nicht mit aller Härte bekämpft. Er ging auf ihre Forderungen ein und begegnete ihnen mit Sanftmut. Und so wurde schließlich das Haus von Uthman radiallahu an von den Aufständischen belagert. In diesen 40 Tagen der Belagerung wurde Uthman das Wasser verwehrt, das aus demselben Anwesen stammte, welches er um Allahs Willen gekauft hatte. Ihm wurde verboten, in jener Moschee zu beten, deren Ausbau er finanzierte. Uthman radiallahu an war 82 Jahre alt und dennoch wurde er so erniedrigt. Davor wurde Uthman radiallahu an vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gewarnt. O Uthman, vielleicht wird dir Allah einen Umhang verleihen. Und sollten die Heuchler von dir verlangen, ihn abzulegen, lege ihn nicht ab, bis du mich triffst. Der Umhang ist eine Metapher für das Kalifat. In dieser schweren Zeit hat Uthman radiallahu an den Sahaba verboten, auch nur einen einzigen Tropfen Blut in seiner Angelegenheit zu vergießen. Ali radiallahu an sandte seine Söhne Hassan und Hussein zum Schutz von Uthman. Und das Zubayr sandte seinen Sohn Abdullah zu seinem Schutz. Doch Uthman radiallahu an sagte zu ihnen, vergießt keinen Tropfen Blut in meiner Sache. Ali radiallahu an flehte ihn an, den Aufstand zu zerschlagen. Doch Uthman weigerte sich. Die Aufständischen kamen seinem Haus immer näher. Sie setzten sein Tor in Brand. Und einer der Aufständischen drang ins Haus ein. Er verlangte von Uthman radiallahu an, das Kalifat niederzulegen. Und Uthman hätte es gemacht, wenn er nicht erinnert worden wäre. Lege nicht den Umhang ab, den dir Allah subhanahu wa ta'ala umgelegt hat. Uthman warnte den Eindringling, dass auch Frauen im Haus sind. Und der Eindringling begann sich zu schämen und ging hinaus. Danach bewarfen die Aufständischen das Haus von Uthman radiallahu an mit Steinen. Als er sie warnte, dass sie die anderen Bewohner treffen und verletzen könnten, sagte einer von ihnen, nicht wir werfen Steine auf dich. Allah hat die Steine nach dir geworfen. Seht mal, wie arrogant diese Leute waren. Daraufhin sagte Uthman zu ihnen, Allahs Schande auf dich, du bist ein Lügner. Wenn Allah einen Stein auf mich geworfen hätte, hätte er mich nicht verfehlt. Der Mann wurde beschämt und wandte sich von den Abtrünnigen ab. Aus ihrer Verzweiflung heraus beschlossen die Aufständischen, Uthman ibn Affan radiallahu an zu töten. Als der Erste hineinging und das Schwert auf Uthman radiallahu an hob, fragte ihn Uthman, woher kommst du? Banu Layth, sagte er. Und Uthman radiallahu an sagte, du bist nicht derjenige. Warum? Fragte der Mann. Weil der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Dua für deinen Stamm gemacht hat. Der Eindringling legte sein Schwert nieder und lief hinaus. Als der Nächste hineinkam, um Uthman radiallahu an zu töten, sagte Uthman radiallahu an, du bist nicht derjenige. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam machte Dua für deinen Stamm. Du wirst nicht derjenige sein. Auch dieser Mann lief hinaus. Am Donnerstag, den 16. Juli, fastete Uthman radiallahu an, da er jeden Montag und Donnerstag fastete. Es war die Zeit von Asr, und Uthman war gerade dabei, den Koran zu lesen. Als seine Augen müde wurden, nickte er ein. In seinem Traum sah er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam lächelte und hinter ihm standen Abu Bakr und Umar radiallahu an. Im Traum fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, ja Uthman, haben sie dir das Wasser verboten? Das haben sie, ja Rasulullah. Ja Uthman, haben sie dir verboten, in meiner Moschee zu beten? Das haben sie, ja Rasulullah. Da sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam im Traum, gute Neuigkeiten, ja Uthman. Heute Abend wirst du dein Fasten mit uns brechen. Uthman radiallahu an wachte voller Freude auf, mit Freudentränen in den Augen. Er hatte den Leuten gerade von seinem Traum erzählt, als die Aufständischen das Haus stürmten.
ohne ihnen irgendwelche Aufmerksamkeit zu widmen, begann Uthman radiallahu an die Sura Baqara zu lesen. Al-Ghafiqi schlug Uthman radiallahu an mit einer Eisenstange ins Gesicht. Und das Blut floss auf den Vers, doch Allah wird dir wieder Sie genügen und er ist der Allhörende, der Allwissende. Dann wollte einer der Rebellen Uthman radiallahu an mit dem Schwert töten. Und Uthman radiallahu an hob seine Hand, um sich zu schützen. Und das Schwert schnitt ihm die Hand ab. Wallahi, sagte Uthman radiallahu an, die Hand, die du gerade abgeschnitten hast, war die erste Hand, die den Koran geschrieben hat. Die Rebellen stießen Uthman radiallahu an das Schwert in den Bauch und Uthman radiallahu an starb. Dann zerrten die Rebellen die Leiche von Uthman radiallahu an auf den Müllberg. Sein Gesicht war blutüberströmt. Seine Frau bedeckte sein Gesicht mit einem Tuch. Da stürmte einer der Rebellen herbei, riss das Tuch herunter und schlug Uthman ins Gesicht. Die Abtrünnigen haben den Muslimen verboten, die Leiche von Uthman radiallahu an zu begraben. Da kam die Frau des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, Habiba radiallahu anha. Sie ging die Stufe der Prophetenmoschee empor und sagte, O ihr Rebellen, wenn ihr uns nicht erlaubt, Uthman zu bestatten, dann werde ich, die Frau des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, ich, die Witwe des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, ich, der Liebling des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, ich, die Mutter der Gläubigen, mit unbedecktem Haar auf die Straßen Medinas hinausgehen und Uthman eigenhändig bestatten. Und als die Aufständischen die Drohung von der Witwe des Propheten sallallahu alaihi wasallam hörten, erlaubten sie, dass die Leiche von Uthman radiallahu an von 4 Personen bestattet wird. Von Hassan radiallahu an, Hussein radiallahu an, Ali radiallahu an und Muhammad ibn Talha radiallahu an. Aisha radiallahu anha überliefert, als ich die Verse mit Uthmans Blut sah, doch Allah wird dir wieder sie genügen, war jeder der Rebellen einen schrecklichen Tod gestorben. Abdullah ibn Mubarak radiallahu an sah einen Mann bei der Kaaba beten. O Allah, vergib mir! O Allah, vergib mir! Und ich weiß, du wirst mir nicht vergeben. Abdullah ibn Mubarak war durch diese Dua irritiert. Er fragte, wer bist du? Der Mann sagte, ich bin derjenige, der Uthman radiallahu an am Kopf getroffen hat. Und sieh nur, wie Allah meine Hände verunstaltet hat. Abu Musa al-Ash'ari überliefert, als ich aus Scham zurückkehrte, sah ich eine Gruppe von Leuten vor der Moschee. Sie standen um eine Person mit verkrüppelten Händen und mit verkrüppelten Füßen. Die Person war jener Mann, der Uthman radiallahu an aufgespießt hat. Über Uthman ibn Affan radiallahu an wird nichts Geringeres als das Buch Allahs Zeugnis ablegen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser Dunya vereinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in Jannah vereinen.